Danke, Herr Präsident. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich eigentlich auf eine andere Rede vorbereitet für heute Nachmittag. Die Situation ist dramatisch in unserem Land. Einige haben es bereits gesagt, viele von uns kennen oder haben selbst die Erfahrung gemacht, dass Menschen, denen sie nahe standen, dass diese Menschen alleine gestorben sind, ohne ihre Familien, in völliger Isolation. Ich glaube, jeder, der einen sterbenden Menschen in seinem Leben schon einmal begleitet hat, kann nachvollziehen, wie dramatisch das sowohl für die sterbende Person als auch für dessen engste Angehörige sein kann. Und ich glaube, dass uns diese Dramatik der Situation auch dazu verpflichtet, wirklich auch über die herkömmlichen und bisherigen Denkmuster hinauszugehen, sowohl wenn es darum geht, das Virus einzudämmen, als auch die Wirtschaft in unserem Land wieder hochzufahren. Wenn Kollege Lanz gesagt hat, wir sollten uns nach außen einig zeigen, dann glaube ich, die Opposition oder zumindest viele Fraktionen der Opposition haben in den letzten Wochen während des Lockdowns gezeigt, dass sie mit Vernunft agieren und mit Vernunft Politik betreiben und bewusst auch diese Zeit, und ich sage es wirklich ganz bewusst, es muss ein Lockdown geht nur für einen klar definierten Zeitraum von 3, 4, maximal eben diese 5 Wochen, wie es in Südtirol jetzt zum Schluss dramatisch waren. Das geht nur für diese Zeit. Danach müssen andere Methoden der Schutzmaßnahmen gefunden werden. Und die Opposition hat in diesen Wochen wirklich versucht, dass die Stimmung in diesem Land auch um die Virusausbreitung einzudämmen, nicht frühzeitig kippt. Ich persönlich habe für mich und für unsere Fraktion Ostern so als Marke hergenommen, wo wir gesagt haben, das muss der Termin sein, wo wir danach auch in andere Maßnahmen setzen. Der Landeshauptmann hat das ja auch bei verschiedenen Konferenzen, auch in, bei den Videokonferenzen, die wir hatten, gesagt. Und ich bin da eigentlich davon ausgegangen, dass die Landesregierung in diesen 5 Wochen, wirklich, da habe ich mich wirklich verlassen, dass sie diese 5 Wochen nutzt, dass wir jetzt klare Termine haben und auch der Wirtschaft Planungssicherheit geben können. Es wird einiges gemacht, was jetzt abfedert, und einige Maßnahmen beschließen wir heute. Und das ist nicht nur, wie es der Landeshauptmann richtig gesagt hat, nicht nur ein Teil. Aber wir als Land, ein Staat, ein Land kann die Wirtschaft nicht ersetzen. Das geht nun mal nicht. Wir brauchen Aufklärung, und das ist es, was man in den letzten Tagen auch immer wieder öfters gehört hat. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Aufklärung, was die Kommunikation anbelangt bei den staatlichen Dekreten, die wir umzusetzen haben, wo man immer später noch einmal erklären musste. Ich habe vielen Leuten, denen ich die Dekrete gleich weitergeschickt habe, und das sind durchaus Leute, die sich mit Politik befassen, die sich mit in der Verwaltung auch tätig sind, die selbst oft gesagt haben, und was heißt das jetzt? In welchem Deutsch ist das denn geschrieben? Also Aufklärung hier auch in der Sprache, was die einzelnen Maßnahmen bedeuten. Aufklärung darüber, wie wir die gefährdeten Gruppen schützen können. In den Altersheimen, wo auch jetzt erst getestet wird, wo man eigentlich gedacht hat, das wird von Anfang an gemacht. Also ich kann verstehen, wenn es die Landesregierung ebenso kalt erwischt hat, wie es viele hat. Und auch viele Bürgerinnen und Bürger haben das Virus am Anfang völlig unterschätzt. Aber in diesen Wochen hat man wirklich erfahren, dass da zu lange auf Sicht gefahren wird. Aufklärung auch darüber, wie wir, und da geht es dann wirklich auch um ein Steckenpferd unserer Wirtschaft, den Tourismus, wie die Reisefreiheit in Europa wiederhergestellt werden kann und nach welchen Kriterien. Denn das ist das Entscheidende. Denn was hilft es unserem Land,
wenn oder beziehungsweise unserem Tourismus, solange Österreich und Deutschland und andere Länder vielleicht eine Einreise nach Italien nicht erlauben. Wir gehören nun leider zu diesem Staat, wo wir keine gute Außenwirkung abgeben. Und da kann es durchaus sein, dass wir hier noch lange auch unter diesen Voraussetzungen leiden müssen. Und da bringt es einem touristischen Betrieb nicht viel auch aufzusperren, wenn wir in die innereuropäische Reisefreiheit nicht garantieren können. Wir haben noch viele andere Punkte, die hier jetzt den Rahmen sprengen würden. Herr Landeshauptmann, ich habe eine klare Bitte. Wir haben seit zumindest die freiheitliche Fraktion hat den Weg der Autonomie und den Autonomieausbau in den letzten Jahrzehnten und auch in dieser Legislatur immer wieder mitgetragen, immer wieder diesen Plan A, diesen Weg der Autonomie völlig unterstützt. Wir haben aber genauso lange immer wieder davor gewarnt, wir brauchen auch einen Plan B. Sie haben es selbst gesagt bei den letzten Landtagswahlen, Sie werden jetzt das Gesundheitswesen zur Chefsache erklären. Sie haben in der ersten Videokonferenz, an der ich dabei war, während dieser Corona-Krise jetzt, habe ich Sie gefragt, orientieren wir uns, was das Geld anbelangt, was die Ausgaben angeht, was die Unterstützung für die Betriebe angeht, orientieren wir uns an Bayern und Österreich oder orientieren wir uns an andere? Da haben Sie auch gesagt, wir orientieren uns an diesen Ländern, wo auch gleich und zügig gehandelt werden konnte. Und ich kaufe es Ihnen auch ab, dass Sie es gern machen würden. Aber Sie kommen selber drauf, auch wenn Sie Sachen zur Chefsache erklären. Sie sind Angestellter in dem Moment von Rom. Sie können hier nicht komplett selbst entscheiden. Und das ist das, was uns zur Bürde wird. Und bevor jetzt wieder gesagt wird, wenn ich von einem Plan B spreche, der über die Autonomie hinausgeht, bevor jetzt wieder, die Sache ist so ernst, dass jetzt irgendjemand wieder mit irgendeiner Polemik kommt. Keiner von uns in diesem Raum hier würde in ein Flugzeug steigen, das bei einem Triebwerksausfall abstürzen würde. Da haben wir auch einen Plan B, einen Plan C und da sind wir auch abgesichert. Und das müssen wir als Land auch tun, parteiübergreifend. Und was steht hier auf dem Spiel? Unsere Wirtschaft steht auf dem Spiel, unser Gesundheitswesen steht auf dem Spiel, all das, was wir uns in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben, steht auf dem Spiel. Ich möchte nicht zu pessimistisch wirken, aber die Sache ist ernst. Leute, die uns kontaktieren, sei es Arbeitnehmer als auch Betriebe, die einfach klar sagen, okay, wir dürfen uns jetzt verschulden. Das hilft mir aber nicht viel, wenn auf der einen Sache, auf der einen Seite die Einnahmen nicht da sind und auch für die nächsten Jahre. Und ich sage es noch einmal, ich habe es euch in den Videokonferenzen schon gesagt. Ich habe keine Angst davor, dass sich Südtirol zu hoch verschulden würde. Wir würden das schaffen, 2-3 Milliarden und mehr aufzunehmen als Land, wenn wir danach aber auch selbst die Steuermaßnahmen gestalten könnten, damit ich auch die Garantie habe, wo saniere ich mich wieder als Land. Das Problem ist, mich mit 2-3 Milliarden zu verschulden, was wir ja jetzt wahrscheinlich nicht tun werden, denn viel Geld ist ja sozusagen in den Bürgschaften, da gebe ich ja noch keinen Euro aus als Land. Aber auch wenn wir sie ausgeben würden, das würden wir schaffen, wenn uns nicht morgen der Staat die Mehrwertsteuer oder andere Sachen wieder raufknallen würde. Ich kann nicht den Vorschlag mittragen vom Kollege Stafler, dass jetzt die 300 Millionen, das ist der Teil von den 476 des Stabilitätspaktes, gerade, glaube ich, mit diesem Beschluss der 300 Millionen animieren und verpflichten wir ja auch die Landesregierung, hier strikter aufzutreten, was die eigenen Gelder anbelangt gegenüber Rom. Also hier bin ich schon dabei, dass wir das eigene Geld auch versuchen im Land zu lassen. Ich möchte hier noch eine Erklärung haben. Herr Landeshauptmann, Sie haben gesagt, es ist noch nicht fertig ausgehandelt. Geht es darum, auszuhandeln, dass wir es behalten, oder geht es darum, dass wir es erst später zurückzahlen müssen? Das ist ein großer und wesentlicher Unterschied. Aber ich erwarte mir wirklich, die Betriebe müssen jetzt kreativ sein, um über die Runden zu kommen. Und zwar langfristig. Und ganz vieles wird sich erst Ende des Jahres oder im nächsten Jahr
auf unsere Wirtschaft und auf unser gesellschaftliches Leben auswirken. Aber ich erwarte mir das auch von der Politik, dass wir hier das nicht abtun, sondern das wirklich auch ernst nehmen, dass wir auch eine Absicherung brauchen und auch einen Plan B brauchen, den wir gemeinsam beschreiten können.